Herr Wimmer, rein militärisch betrachtet, wie ist der Putsch in der Türkei verlaufen? Ich sage das mal unter politischen Gesichtspunkten. Es haben die obsiegt, mit denen wir mit Sicherheit die größeren Schwierigkeiten bekommen werden, wenn man den Hintergrund dieser gesamten Entwicklung in der Türkei sieht. Denn es haben ja offensichtlich die Atatürk-verbundenen Kräfte der säkularen Komponente der türkischen Armee geputscht. Und wenn die Anhänger von Erdogan gewonnen haben, in dem Sinne, sind es ja genau die Kräfte, die zunächst einmal die Polizei, dann die Gendarmerie und dann auch die Streitkräfte islamisiert haben. Das ist ja die Entwicklung in der türkischen Republik seit vielen Jahren und auch der große Punkt der Auseinandersetzung. Für uns unter bündnispolitischen Gesichtspunkten oder auch als Nachbarn der Türkei, wenn man so will, kommt natürlich erschwerend hinzu, dass die säkularen und Atatürk-verbundenen Kräfte in den türkischen Streitkräften ja von einer Sonderrolle der Armee in der türkischen Republik ausgegangen sind und sich auch diese Sonderrechte angemaßt haben, bis hin zu dem Umstand, dass ja die türkischen Streitkräfte der größte Unternehmer in der Türkei überhaupt sind und von daher natürlich wirtschaftspolitisch unheimlich viel von dieser Position abhing und abhängt. Die Kräfte, die auf der Seite von Erdogan stehen, haben natürlich alles getan, um diese Sonderrolle der Streitkräfte in der türkischen Republik zu beenden und zu beseitigen und haben dabei auch unseren Beifall gefunden, denn wir haben immer gesagt, es geht nicht, dass die Streitkräfte eine solche Rolle im Staat einnehmen, wie das in der Türkei der Fall gewesen ist, aber wir zahlen dafür jetzt einen unglaublich hohen Preis, denn die Türkei wird einen Weg gehen, wie wir ihn 1991 in der Algerischen Republik gesehen haben, wo dann letztlich der Westen bei freien und demokratischen und fairen Wahlen die islamistische Kräfte in den Vordergrund gebracht haben, anschließend Algerien schmählich verlassen hat und seinem Schicksal überantwortet hat. Also das sind alles Dinge, wo ich nur sagen kann, tja, gute Nacht, ne? Die Türkei ist ja NATO-Mitglied, also es ist sogar so, dass es tatsächlich die Nummer 2 in der NATO nach der USA ist, die größte NATO-Armee in Europa. Also was bedeutet das für das Bündnis, wenn in einem NATO-Mitgliedsland ein Militärputsch stattfindet? Also es geht alles ohnehin ja drunter und drüber, das müssen wir ja ganz nüchtern sehen. Die Türkei im NATO-Zusammenhang ist ja ohnehin schon in einer äußerst komplizierten Situation gewesen. Dadurch, das muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen, dass der türkische Präsident als Person oder über seine Familie in eine große Nähe zum IS oder zu Daesh gerückt werden muss. Die ganzen Entwicklungen im Nachbarland Syrien sind ja ohne die türkische Republik und die Kräfte, die es betrieben haben, das waren ja nicht alle, aber die Kräfte, die es betrieben haben, sind ja nun diejenigen, die die Lage in Syrien auf dem Gewissen haben, zusammen übrigens, das muss man ja in diesem Kontext sehen, auch mit Israel. Und die interessante Situation für uns ist doch die, beide, die Regierung Netanyahu und die Regierung des Präsidenten Erdogan, haben sich über Syrien hergemacht. Nur wenn ich mir die öffentlich dokumentierten Bilder der letzten Wochen ansehe, Israel hält Kabinettssitzungen auf den Golanhöhen ab und sagt, das ist jetzt endgültig unser. Und die türkische Republik über ihr Engagement in Syrien lebt ja mit der immanenten Gefahr, dass die kurdischen Probleme übermächtig werden und eine Spaltung der Türkei nicht unwahrscheinlich ist. Also vor diesem Hintergrund, daran hat sich die NATO mit einer schizophrenen Politik beteiligt und da kann ich nur sagen, bin ich mal gespannt, wie der NATO-Oberbefehlshaber oder wie die NATO insgesamt aus diesem Dilemma wieder rauskommt. Naja, also man hat A gesagt, muss man dann jetzt auch B sagen, also ist die Türkei für die USA in Bezug auf Syrien und den Nahen Osten unverzichtbar oder wird denn die USA doch einen Cut machen, ich meine, nach so einem Militärputsch? Die Vereinigten Staaten, wenn die einen Cut machen wollen im Zusammenhang mit der Situation im Nahen und Mittleren Osten, dann müssen sie ihre eigene Politik ändern und das kann man dann nicht auf dem Rücken der türkischen Republik austragen. Die ganzen Diskussionen, die wir jetzt haben über das Verhalten von Erdogan, sind ja
schizophren, sind ja mit dem Verstand nicht zu begreifen. Denn das, was sich da jetzt abgezeichnet hat, ist doch da auch das Ergebnis der westlichen Politik. Und wenn man in Zusammenhang mit diesem misslungenen Putsch in der Türkei von der Presselage der letzten Monate ausgeht, ja, dann ist auch schon in der internationalen Presse vor Monaten darüber spekuliert worden, dass die Vereinigten Staaten gegebenenfalls positiv einem Putsch gegenüberstehen würden, wenn er sich denn in der türkischen Republik und in türkischen Streitkräften abspielt. Das macht auch deutlich, wir haben es da nicht mehr mit einer rationalen westlichen Politik zu tun, eigentlich nirgendwo mehr, sondern wir haben es mit dem misslungenen Stopfen von Löchern zu tun, die man selber aufgemacht hat. Also das ist doch ein Musterbeispiel dafür, was in der Türkei abgeht. Naja, Erdogan scheint es im Moment mehr um Innenpolitik zu sein. Also er sorgt ja sogar für Verstimmung mit den USA wegen der geforderten Auslieferung von seinem Erzfeind, dem Prediger Gülen. Und auch auf die EU-Mitgliedschaft scheint er inzwischen zu pfeifen, weil er ja auch über die Wiedereinführung der Todesstrafe nachdenkt. Ja, das sind Fallout-Produkte, was Sie gerade angesprochen haben, in meinem Sinne einer insgesamt verhängnisvollen westlichen Politik. Das ist so, wie Sie es gesagt haben, aber das führt uns natürlich nicht weiter. Erdogan steht ja innenpolitisch in einer Situation, dass er gegen die zweite Hälfte seines eigenen Landes angehen muss. Die Bilder von türkischen Soldaten, die also in unmenschlicher Weise in irgendwelche Räume nackt gebracht worden sind und da am Boden kauern, solche Bilder muss jeder Staatschef im Ergebnis bezahlen. Das lässt sich kein Volk gefallen. Und das macht natürlich deutlich, in welcher Situation die türkische Republik sich befindet. Die kurdische Problematik ist durch die Ereignisse in Syrien immanent geworden. Und das ist ja nun das Dauerproblem der türkischen Republik. Ich war der Vorsitzende der ersten internationalen OSZE-Mission, die vor vielen Jahren in die Türkei entsandt worden ist. Und ich kenne die türkische Republik vielleicht besser als manch ein anderer, auch in den kurdischen Gebieten. Wenn ich da drüber fliege, über die